Die Wohn- und Bau findet in diesem Jahr zum 10. Mal bereits in Bregenz statt. Überhaupt statt, kleines Jubiläum. Wie kam es überhaupt zu der Idee, die Wohn- und Bau zu kreieren, auferstehen zu lassen, damals vor 10 Jahren? Wir wollten eine Plattform bilden, eine Fachmesse für die Besucher und wollten damit die Besucher aus erster Hand informieren. In kürzester Zeit können sich die Besucher hier Informationen holen von 24 Bauträgern und dann ist auch die Idee dazu gekommen mit den vielen Informationsständen einerseits und mit den Fachvorträgen andererseits. Also ein breites Spektrum bietet die Messe. Was hat sich in 10 Jahren so alles getan in puncto Messe? Was hat sich verändert? Die Messe ist vom Prinzip her in vielen Dingen gleich geblieben, weil wir ein standhaftes Konzept hatten von Anfang an. Sie hat sich natürlich weiterentwickelt. Heute haben wir bereits 6 verschiedene Beratungsstände. Es geht um behindertengerechtes, barrierefreies Bauen, Institut für Sozialdienste. Wir haben die Internetplattform mit dabei, das war kein Thema vor 10 Jahren. Bomberförderung ist verstärkt da, die sind heute mit 8 Mitarbeitern dabei. Wir haben Energieberatung, verschiedenste Personen dabei, das war vor 10 Jahren einfach noch nicht so ein großes Thema. Wir haben heute 2 Notare dabei bezüglich Rechtsberatung, werden die Kunden beraten, was sie für Rechte haben, worauf sie achten sollen. Also es hat sich einfach verstärkt. Die Fachvorträge, wir haben inzwischen 5 Fachvorträge an diesen beiden Messetagen. Es gab im Prinzip einfach eine fortlaufende Verbesserung. Noch abschließend, gibt es irgendwelche Tipps für Häuslebauer, die das jetzt in Kürze dann angehen möchten? Ich denke, solche Tipps haben Sie auf dieser Messe sehr, sehr viele bekommen. Mein Tipp kann hier nur sein, einfach gut informieren über alle Bereiche. Bauen hat mit sehr vielen Dingen zu tun, mit verschiedensten Gewerken, vom Baumeister über den Tischler, über den Bodenleger. Es hat sehr viel mit Rechtsfragen zu tun, es hat mit Finanzierung zu tun, es hat mit Wohnbauförderung zu tun. Und ganz interessant finde ich, also ein interessanter Tipp ist, dass man die Lebensplanung mit einbezieht und dort sich Gedanken macht, was ist in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren und dort entsprechend planen. Das kann man vor allem, das kann man beim Wohnungsbau, das kann man auch genauso beim Hausbau, einfach überlegen, wie kann ich das Haus sinnvoll nutzen, wenn ich alleine bin, wenn ich zu zweit bin, wenn ich zu viert bin. Aber es geht sehr schnell und dann ist man nicht mehr zu viert, sondern vielleicht schon wieder zu zweit.